Willkommen zu einem weiteren Video mit heute nicht nur mit unserer Verena, sie ist übrigens nicht verschollen, sie hat es überlebt und ist wieder zu einem weiteren Video Gott sei Dank anwesend. Und heute haben wir uns auch noch tatkräftige Unterstützung geholt. Ein bisschen im Ausland haben wir gesucht, sind übrigens in Deutschland wieder fündig geworden. Die Dry-Hit-Show hat er perfekt überlebt, er ist zwar ein bisschen, das sieht's eh, durch die Dry-Hits ein bisschen angedunkelt, aber mittlerweile bei uns. Hallo Kevin. Hallo Martin. Überlebt? Alles super. Perfekt. Und natürlich haben wir den Anton auch noch mit. Der kommt übrigens aus Krumpendorf und nicht aus Tirol, falls ihr fragt. Und auch der ist heute mit dabei, um heute euch ein paar neue Sachen zu zeigen. Zum Beispiel die Cloudshots. Ja, und das Ganze machen wir heute, weil der Designer der Cloudshots, also der Liquid Designer, so nennt man diesen Job, der kommt aus Kärnten und den kennen wir persönlich. Und deswegen haben wir gesagt, wir testen das. Verena, gestern? Super, wir waren bei einer Verkostung. Wir haben uns tatsächlich auf zwei Liquids geeinigt. Muss aber ehrlich sein, ich hätte alle genommen. Ja, so wie immer halt. Wir fangen an, es gibt übrigens fünf neue. Wir haben uns aber für zwei entschieden, weil ja, die Verena hat eins wollen, ich habe eins wollen. Ich habe in dem Fall die Pomender Limonade, die wird wie beschrieben nochmal? Mit Granatapfel und Lavendel. Und der Verena, ihr Liquid, ist der Vitalizer. Der hat ein bisschen mehr Inhaltsstoffe, die muss ich tatsächlich ablesen. Grüner Tee, Granatapfel, Drachenfrucht, Blaubeere und Cooling. Genau, und wir starten übrigens mit der Limonade, wobei ich von links nach rechts das mache, weil ich kenne sie natürlich schon. Und zwar in unserem Peerless RDA auf der wunderschönen Smog. Nein, wir haben die Smog nur genommen, weil sie einfach optisch gut dazu passt. Und wir starten mit dem Anton. Und der darf sagen, was er da rausschmeckt. Hoffentlich schmeckt da was raus. Und wir sehen. Vielleicht haben wir jetzt wieder die Grinding-Shows. Ja, also ja, ich bin tatsächlich. Also, es sollte ja noch ein bisschen mehr erinnern. Wir lassen den Anton jetzt selber drüben. Das war jetzt der Trick. Ja. Kevin hat sich schon wieder wie zu Hause gefühlt, gell? Das war Dry Hit neben mir. Von der Geruch, der ist schon vu. Ich sitze bei dich. Ich muss sagen, es schmeckt ziemlich gut. So, man schmeckt vor allem den Lavendel aus. Echt, du schmeckst den? Ja, ich nehme den. Ihr gar nicht wisst, wie Lavendel schmeckt. Total. Das? Also, ich schmecke das total aus. Kevin, ihr würdet da noch einen träufeln. Was, was ist noch drin? Granatapfel. Granatapfel. Das schmeckt zum Beispiel gar nicht aus. Bei mir ist es genau umgekehrt. Bei mir ist es auch umgekehrt. Anscheinend haben wir die gleiche Zunge. Ugh. Na! So Kevin, 20 Züge, gell? 20 Züge. Geht schon los. Sehr gut, schön fruchtig, schön erfrischend. Lavendel ganz leicht und ansonsten der Granatapfel ist so mehr im Vordergrund. Was, warum wisst ihr, wie Lavendel schmeckt? Ja, weil ich Lavendel daheim hab. Eis? Er schmeckt, wie es riecht. Lavendel hat man im Kleiderschrank gegen Motten und jetzt. Ich habe keine Motten, deswegen habe ich wahrscheinlich auch kein Lavendel. Okay. Also ich muss ehrlich, wer ist nochmal? Und der ist nochmal. Sind noch Tröpfeln. Ich finde es extrem blumig, aber nicht lavendelig, lustigerweise. Lavendelig, wenn jemand behauptet hätte, das Rose drin, hätte ich es ihm auch geglaubt. Wenn du unterwegs bist, kannst du auf einer Lavendeltreppe befinden, ne? Was? Aber was schon ist, und das muss man dazu sagen, es schmeckt wirklich nach Limonade. Also der Titel ist schon sehr richtig. Habt ihr die Limonade geschmeckt? Außer geschmeckt? Überhaupt nicht. Außer ich extrem. Wechsel.
Kevin, sag was dazu. Also Kevin, Limonade schmeckt. Wie schmeckt die denn? Ja, süßlich würde ich sagen. So wie Kakao. Außer die ohne Zucker, die dann nicht so. Dann Kakao, ja. Ja. Aber die Limonade schmeckt erst beim Abgang. Mhm. Also auf jeden Fall, das war das, was ich haben wollte, deswegen habe ich es. Also sehr geil. Darf man das sagen? Sehr geil, ja. Auf jeden Fall. Bombender, Limonade, Cloud Shots, klasse. Genau. Dann kommen wir zu Runde Nummer 2 mit dem Vitalizer von den Cloud Shots. Genau. Das war Verena ihr Highlight. Ich habe das schon probiert, logischerweise. Wir waren ja bei der Vorstellung. Ich habe den Geschmack als sehr, ich kann ihn nicht identifizieren, beschrieben. Ja, er ist am Anfang sehr verwirrend, also das Hirn versteht, glaube ich, nicht gleich, was da wirklich alles drin ist. Also die Mischung ist sehr crazy. Voraussetzung ist, dass man Hirn hat, gell? Also es ist verrückt, aber es hat was. Es ist verrückt, ja. Ich bin näher aber herausfinden, was da drin ist. Ich hab's nicht identifizieren können. Schmeckt total gut. Mhm. Aber man weiß echt nicht, was da drin ist. Ja, das war ja. Du kannst doch nichts festmachen. Irgendwie noch Apfel. Ja, der ist genau wie drin. Ja, irgendwie mal, aber irgendwie schmeckt's auch Apfel. Ein imaginärer Apfel. Ja. Ja. So ein Musiker-Apfel. Okay. Ein Musiker-Apfel. Musik. Also Musik. Apfelmus. Von der Muse. Okay. Nicht von der Muse, vom Apfelmus. Also, achso, was wie viele Muse es da gibt. Muse ist übrigens ein Band da. Also. Ja. Ich würde dazwischen irgendwie auf den Stein gewinnen. Sehr gut. Nicht wie boxst du das Liquid? Das Pink steht da hervorragend. Und ich muss sagen, also ein Grüntee schmeckt man als Basis, ja. Der Granatapfel kommt auch schön durch und genau am Ende merkt man so die Drachenfrucht eigentlich. Es ist auf jeden Fall ausgeglichener als das andere jetzt. Ich finde es ehrlich gesagt besser. Ha! Dun, 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 dun. Wobei das andere jetzt auch nicht schlecht ist. Verena und Kevin machen übrigens bald eine Reise. Wir schenken hier eine Mittelmeer-Rundfahrtbahn. So, im Sommer. Vielleicht nur kurz noch zur Info, was wir jetzt nicht mitgenommen haben, war ein Liquid auf Basis von Kaktus. Das war so eine Kaktuscreme, war auch super. Eins war mit Birne und... Du merkst ja alles. Ja, das ist ein Wahnsinn. Ich kann nichts vergessen. Ich bin ja allwissende Müllhalde. Ein Melonenliquid und eins noch mit Birne. Wie gesagt, alle fünf sehr, 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 sehr empfehlenswert. Probiert es einfach aus. Super. Also... Können wir nur empfehlen und außerdem unterstützt ihr jemanden, der aus Kärnten kommt, schon einmal mindestens deswegen einen Kauf wert. Ganz genau. In Runde Nummer 2 kommen wir übrigens zu Dingen, die wir gerne dampfen. Und das Gute ist, wir tauschen einfach die Dampfe und sagen, ob das, was da drin ist, einfach grausig oder gut ist. Also, ist sehr praktisch. Also, egal, wer jetzt als erster seine Dampfe zur Verfügung stellen will, darf das gerne machen und die hofft, da ist gerade drei hier drinnen. Anton hat ja total tolle Akkus, die Madrinen. Akkusicherheit ist ihm so ein Fremdwort. Okay? Also, falls ich irgendwo in dem Video in die Luft fliegt, ja, meine Versicherungsnummer ist. Ja, jetzt einmal. Also, ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Ich werde jetzt einfach mal schauen, was da drin ist. Süß oder teer? Gut. Gut. Das ist der Kakao! Also das ist auf jeden Fall von Big Mouth und sehr gut, ja. Klasse, jetzt mag ich. Wie heißt das jetzt nochmal? Loch Ness. Sehr gut. Das war jetzt sehr praktisch, dass wir jetzt wissen, was das ist. Lass dem Kevin, der schmeckt da nämlich noch was aus, ganz was dubios. Das war jetzt easy, oder? Ja, also Kakao ist Kakao. Kakao ist Kakao? Aber ist sehr gut. Macht bei uns gerade die Runde so. Ja, wir haben derzeit die Kakaophase, also. Sehr, sehr gut. Kevin,
Welchen fangen wir an? Mit dem hier oder mit dem? Egal. Das, was du gerne darfst. Und sag bitte nicht, dass es wieder die Milfmilch ist, gell? Was ist nicht die Milfmilch? Ja, das ist gut. Aber wenn da noch einmal Milfmilch drinnen ist, dann. What the hell? Lass nicht drauf kommen. Sag's nicht. Was schmeckst du denn raus für ein Profil von den Geschmäckern her? Es ist süß, es ist sauer. Es ist so, als wäre eine Zitrone irgendwo in einen Kuchen einradiert. Es könnte sowas Zitronenkugiges sein. Vielleicht. Vielleicht. Kannst du identifizieren, keine Ahnung, was das sein soll. Ist echt Zitrone drin. Verena liebt übrigens Zitrone. Hm. Welcher Klostein ist das jetzt für dich? Ja, was ist so bisschen Dinner Lady like? Buttermilch Zitrone von Twisted. Okay. Deswegen genau. Der saure. Ah, deswegen der saure. Okay. Er wird der Andro kennt. Die Buttermilch-Zitrone nehme ich an. Klar. Auf jeden Fall. Bleib mal overdrippt, so ist richtig. Trinkst du gerne. Aber ein Schluck aus der Bottle. Ja. Eindeutig. Ich verliere schon wieder meinen Stoppel. Willst du oder so ich? Verena? Ich habe tatsächlich heute ganz was Ekelhaftes mit. Gut. Das freut mich. Das ganz was Ekelhaftes. Ein MTL-Gerät. Ja. Bin gerade umgestiegen. Ja. Schön ausgeschalten, so ist richtig. Ah, Entschuldigung. Ist die auf Selfmord? Nein. Die feuert doch, hörst du es nicht? Nein, es ist kein Squawker. Die Bottle ist hinter der Abdeckung. Was Ekliges? Ja. Yeah. What the fuck? Oh, das ist uns. Was sind jetzt da reingemischt? Das ist Heisenberg. Ja, es schmeckt scheiße, es ist Heisenberg. Oder Pinkman, man weiß es nicht von der Farbe her. Aber sieht man das Ultra, sieht man das jetzt in der Farbe, das Liquid dort? Nee, also es riecht nicht nach Tabak, es riecht nach Tabak, riecht's. Nach kalten Tabak mit. Nach kalten Tabak. Was hast du? Ja, wirklich. Der Kevin wird uns das sagen. Das hat echt einen leichten Tabak und einen leichten urinalen Geschmack. Also, nein, doch! Was ein Urinalgeschmack ist. Jeder hat einen anderen Fetisch, also ich verurteile keine Menschen dafür. Danke, Kevin. Also, jetzt waren zwei beim Urinal, jetzt darf ich einmal, ne? Tabak mit Vanille. Genau. Okay. Auf 900 Milligramm. Ordentlich. Total gut! Super! Nett! So, jetzt gibt's was Erfrischendes. Ich habe heute extra was anderes eingefüllt. Uff. Boah. Calippo! Calippo, ja? Boah. Ah, Entschuldigung. Verena. Zerlegt den ersten Mord des Jahres. Entschuldigung. Die Verena macht die Mods kaputt. Deswegen hassen die manche Keller Mods, weil die schon so hin sind, dass du mit den Keller tun kannst. Ne? So, bitte vorsichtig. Oh. Ja? Vor. Man sieht, das schmeckt ja nicht. Das wird nicht deine Geschmacksrichtung. Nein, es ist Kloschlamm, also Zitrone. Es ist Kloschlamm. In der zitronigen Limonade. Die wird noch getrunken, glaube ich. Mhm. Kommt schon raus. Kommt schon raus. Wirklich raus. Zu kurz. Schau mal, weg ist es.
Also mir erinnert es irrsinnig an dieses grüne Kalippo, was es im Sommer immer gibt. Im Winter nicht. Nein, im Winter ist ich kein Eis. Aber gibt es das trotzdem? Gibt es das trotzdem? Ja, aber das ist ja dann von der vorigen Saison, oder? Na, das haben von der übrig geblieben. Eben. Ja, von der vorigen Saison. Schmeckt wie von. Wie von? Von Hirsch, da gibt es so Zitronenbonbons. Hirsch. So ähnlich wie Mauam. Ich weiß nicht, ob es die in Österreich gibt. Ja, na, das ist eine syrische Spezialität. Lass besser mal einen Finger da unten. Ne? Ja. Lass einen Finger da. Lass einen Finger da. Lass einen Finger da unten. Bitte, Herr Wally. Wenn es dir runterfällt, bist du tot, zu deiner Weise. Nach Opium! Oh, ja, weißt du, Opium, Opium schmeckt. So wie bei einem Kaut mehr. Von Tom Clark. Ja, aber was drin gehabt, ja, von Tom Clark. Na? Aber was drin gehabt? Na, das ist alles. das ist das. Schmeckt ziemlich der Zitrusschoker von Kong. Okay, aber es schmeckt sehr ähnlich, muss ich sagen. Okay. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das von Tom Clark schmeckt ja blumig, erdig, leicht holzig, aber nicht so. Aber nicht so, das doch nicht Zitronik. Hast du schon mal probiert? Ja, ich hab's halt den ganzen Tag getan. Deswegen hat sich daran erinnert. Seid ihr euch einig jetzt? Nicht. Okay. Sind trotzdem ja, kann man ja. Okay, wir haben jetzt da ja. Was haben wir noch? Eins haben wir noch im Angebot, super. Kevin, auf was für einer Box dampft man das jetzt eigentlich? Der Kevin druckt nicht nur selber Geld, sondern hat auch jetzt einen 3D-Drucker für größere Projekte. Die Box hast du selber gedruckt. Also, falls sie im Mund explodiert, wissen wir gleich, an welcher Adresse wir uns wenden, oder? Ich hab's mal gekostet, also. Es ist. Zimt. Es ist Zimt. Zimt. Ja, Zimt, Vanille. Sehr geil. Nur so eine Frage, wo sind da die Flaschen? Das wird. Die getröpfelt. Ja, und wo ist die Flaschen zum Tröpfeln? Die wollte ich ausdockern, die war ein bisschen hart zum Drücken. Ja, aber ich will da jetzt. Erst nach der Ready-Challenge bin ich mir nicht so sicher, ob ich da drücken will. Achso, das war. Ah! Ja, aber das war ja verdammt, wo wir auch 30 mal ziehen konnten ohne Probleme. Also brauchst keine Sorge. Unsere Susi wird das jetzt ganz schnell zusammenfassen, ne? Jawohl! Das ist so wie gut, der Wein muss da bloß schütteln, wenn ich das probiere. Wie Vanille, die ich nicht mag. Mit Zimtkruste. Mit Zimtkruste, Martin. Das ist das wahrscheinlich, was ich nicht mag. Ja. Also Vanille ist gut, aber Vanille mit Zimt geht gar nicht. Super. Sehr geil, das Liquid. Findest du? Ich kenn's ja schon. Ich find's sehr geil. Ihr seid so eher schön so gleich geschäumt. Ja. Pudding mit einer. Wir dampfen ja bei den Schäumen. Ihr seid parallel geschäumt, ne? Ja, genau. Genau. Wobei man sagen muss, das Zimt kommt schön zur Geltung, es ist jetzt nicht scharf oder so. Also weil Zimt ist ja grundsätzlich ein sehr schwieriges Aroma zum Nachmachen, das muss man dazu sagen. Also Zimt in einem Liquid ist sehr. So wie die Cineflakes, ne? Genau. Also das kannst. Kaum bis gar nicht dampfen, finde ich zumindest. Ne? Genau. Aber gut, das geht nur ab und an. Zimt geht gar nicht. Für mich zumindest nicht. In dem super. Ja, aber stell dir vor, im Sommer kostet ja kein Zimt dampfen, oder? Doch. Im Sommer? Ja. Willst du im Sommer Zimt dampfen? Ja. Wenn es gut ist, wenn es das hier ist. Ja. Ja, gut, der Kevin steht da jetzt, glaube ich, außer Konkurrenz. Gell? Ich glaube, der hat noch nie was Frisches gedampft, oder? Nee, eben. Im Prinzip können wir dann ja Himbeerkuchen mit Vanillepudding und Zimtkruste dampfen. Das ist super. Süßes geht immer. Okay. Ja. Auf jeden Fall. Ihr seht, wir sind nicht immer einer Meinung. Wobei, wie schon gesagt, besorgt euch die neuen Cloud-Shots. Die sind auf jeden Fall. Ihr Geld wert und vor allem unterstützt ihr jemanden, der das aus Herz und Seele macht. Gell? Das ist kein Profitgier, sondern wirklich sind andere Einstellungen. Die großen Konzerne, die wollen halt für Geld machen und solche Menschen verdienen es, unterstützt zu werden. Ja, dieses Big Mamas Vanilla, also ich brauch's nicht, gell?
für den Kevin und für die Verena machen wir vielleicht noch eine extra Bestellung. Keine Ahnung. Das war Gold Royal. Gold Royal. Mit Vanille. Was haben wir noch gehabt? Haben wir irgendwas vergessen? Ja. Das war Big Mouse. Das Big Mouse. Kauft euch bitte nicht, weil da will ich bitte alle Packungen haben, die im Umlauf sind. Ja. Also mit Anton haben wir schon, da kauft man schon die Sachen weg. Ansonsten haben wir nichts mehr, oder? Das Butter McFresh noch. Das Butter McFresh von Twisted. Das haben wir auch noch gehabt. Das war's für heute. Liebe Leute da draußen, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Also wir haben so oder so Spaß. Zum Schluss gibt's noch ein paar Outtakes, weil... So ist. Weil so ist. Weil ich einfach genug zu filmen gehabt habe mit den lustigen Vögeln da. In diesem Sinne... Macht es gut, bleibt uns gewogen. Wave on Austria. Und tschüss. Tschüss. Schwarz muss ich sie wechseln, Mann.